und willkommen zu einem neuen Video. Heute nicht so wirklich aus der Holzwerkstatt und auch nicht Kfz-Werkstatt oder sonst irgendwas, sondern heute mal ganz was anderes. Und zwar hatte ich ja schon in meiner letzten News angekündigt, dass ich mir ein Schwebestativ geleistet habe. Und das will ich heute mal ausprobieren, wie das Ganze damit so funktioniert. Das erste, was ich mir schon bestellt habe dafür, das ist eine Adapterplatte, genauso wie ich sie hier an meinem großen Stativ und an dem kleinen Stativ habe, von der Firma Mengs, weil jedes Mal halt da die Kamera vor- und zurückschieben, dann fängt man jedes Mal wieder von vorne an, das Ganze einzustellen, hat mir nicht so gefallen. Deswegen werde ich jetzt erstmal das eine mehr wieder abbauen und dann baue ich es da drauf. Das ganze Gestell, das ganze Schwebestativ, besteht aus Aluminium, gebürstet, macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Entschuldigung, das habe ich mal die Hände davor gehabt. Macht einen sehr hochwertigen Eindruck mit verschiedenen Gewichten zum Ab- und Anbauen. Eine Verstellung des Kopfes in Querrichtung und eine Verstellung des Kopfes in Längsrichtung. Falls man mal nicht weiterkommt, kann man auch das nach vorne ziehen und umsetzen. Finde ich clever gelöst. Ich baue jetzt die Kamera drauf und dann werde ich die Einstellarbeiten vornehmen. Das Ganze hat natürlich ein enormes Gewicht. Also da muss man schon ganz schön. Aber fast schon gut. Sie neigt sich ein wenig nach vorne, das heißt, wir schrauben wieder auf. Schieben Sie ein wenig nach hinten, heben Sie wieder hoch. Jetzt sehen wir, dass sie sich nach links neigt. Das heißt, wir machen vorne auf, schieben Sie ein wenig nach rechts auf dem Schlitten, wieder hoch. Und so geht das Ganze jetzt, bis man sie komplett ausgerichtet hat und sie sich nicht mehr bewegt. Das war jetzt vielleicht ein bisschen viel, also das Ganze wieder zurück und so geht es dann hin und her und kreuz und quer. Und deswegen habe ich mir auch die Adapterplatte gekauft, weil wenn ich die Kamera abnehmen möchte, ohne die Adapterplatte, müsste ich jedes Mal den oberen Schlitten wieder verschieben. Dann würde ich jedes Mal wieder von vorne anfangen. Jetzt mal abgesehen mit oder ohne Mikrofon. Aber die Arbeit wollte ich mir dann doch ersparen. Ich werde jetzt mal die nächsten 10 Minuten oder keine Ahnung die Kamera einstellen und dann machen wir mehr Fußweile. So, ich habe es jetzt nach bestem Wissen und Gewissen habe ich es ausgerichtet oder eingestellt vielmehr. So, irgendwo, glaube ich, könnte man noch ein bisschen nacharbeiten. Aber ich denke mal, das funktioniert ganz gut. Was wichtig ist, dass wenn man sie dreht, sie nicht anfängt zu eiern. Das tut sie nicht. Und diese Bewegung, das gibt auch irgendeinen Fachausdruck dafür. Der sollte möglichst langsam ausschwingen. Das macht sie auch. Das stellt man ja ein, indem man dann hier die Länge des unteren Stabs verlängert. Ich habe zwei Gewichte abgemacht. Das hat jetzt meiner Meinung nach alles ausgereicht. Und sogar noch mal was zu der Qualität, sogar die Rändelschrauben hier unten für die Gewichte zu befestigen, die sind auch aus Aluminium. Also ich muss wirklich sagen, einwandfrei. Ich mache jetzt mal ein paar Probeaufnahmen, mal nur hier in der Werkstatt mal, rase ich mal so ein bisschen rum, und dann zeige ich die euch nachher. Ich kann euch sagen, das bedeutet Übung, Übung, Übung. Ja, das soll es für heute mal gewesen sein mit dem kleinen Test des Schwebestativs.
Wie ihr seht, ist jetzt die große Kamera wieder in Aktion, weil wenn man die kleine braucht, ne, wie immer, Akku all. Klar, Logo. So, und dann freue ich mich wirklich auf besseres Wetter. Dann stapfe ich mit dem ganzen Kram mal schön durch den Wald, mache da ein paar Aufnahmen. Ich denke, es wird echt cool. Ja, heute Abend noch ein bisschen Feinjustage betreiben und dann soll das Ding soweit fertig sein. Ich werde auch nichts mehr dran verstellen. Das wird jetzt gerade so weggepackt, wie es jetzt ist. Deswegen habe ich ja den Kopf drauf gemacht. Da muss ich nichts mehr einstellen im Prinzip. Außer das Mikrofon käme ab. Aber wahrscheinlich nicht. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.